Vielleicht sind die Positionen des Heraklit und des Parmenides am besten in der Formel umschrieben. Wie kann ich so sterben, dass ich wiederleben werde auf bessere, weniger unglückselige Weise, sagt Heraklit. Oder wie kann ich sterben, ein Leben zum Tode leben, dass ich nicht wiederkehren muss und endgültig sterbe? Also wie kann ich mich vorbereiten auf einen Tod, der endgültig sein möge?